Hallöchen, Freunde! Da seid ihr wieder back! Zum letzten Mario Party 1 Part. Okay, Freunde, aber ich will jetzt hier gar nicht groß den Depressiven deprimieren, denn, einer meiner Abonnenten und Zuschauer hatte schon recht. Ich freue mich sehr auf Mario Party 2. Ich wollte erstmal rasieren, Wahnsinn! Schneller, Mann! Geh in die Kurve und gewinne! Oh, warte. Huch. Freunde, das ist nicht ganz einfach gerade. Oh, der HPC ist ordentlich schnell. Ich glaube, wir sind ein kleines Stück in Führung, aber das ist nicht viel. Boah, Alter, muss man hier Buttons smashen, Freunde. Ich mache mal ganz kurz Pause und schiebe mal ganz kurz. Ich hoffe, das geht relativ leise in meine Tastatur rein, weil die stört gerade so. So zum Button smashen ist die nicht sehr gut geeignet. Ist ein bisschen im Weg. Jetzt geht's los! Gib doch Speed, Mann! Ach, die Musik ist so schön erheitern, Freunde. Und wir haben's geschafft. Puh, das war jetzt aber knapp. Oh, mein Rekord habe ich mal nicht gebrochen. Na gut, Freunde, auf jeden Fall ist das hier Part 45. Das wollte ich mal erwähnen, aber ich dachte, jetzt blickst du erstmal ein Minispiel los und klopfst da richtig voll in die Tasten und so, weil. Es sind nur noch zwei Runden, Freunde. Luigi hat den Multiple-Ultiple-Würfel. Das heißt, er kann jetzt hier übelst den Speedracer machen, aber er hat ja ohnehin kein Geld. Das ist mir das herzlich egal. Ja, verkackt doch, Mann. Badababamba. Also, Freunde, im Moment sieht es wirklich so aus, als ob wir sehr, sehr sicher wären. Mit 4 Sterne plus die Bonussterne, weil ich wahrscheinlich auch wieder einen oder zwei kriegen werde, bin ich eigentlich so gut wie durch. Aber naja, es gibt ja immer noch Möglichkeiten, per Chance-Time zu wechseln. Und die Chance-Time-Chancen... Die Chance-Time... Haha, sehr witzig. Die sind hier vergleichsweise groß, weil man einfach so viele Sterne hat, wo auf einmal Ausrufezeichenfelder hinterlassen werden. Das ist ein bisschen ätzend. Aber naja, okay. Naja, das ich mal außen vor. Ich habe mich gerade mitsamt allen anderen zum Start zurückgebeamt. Damit habe ich die Typis jetzt nochmal ein Ründchen aufgehalten, vermutlich. Und da ich... Denke ich auch, kriegt jetzt kaum noch jemanden Stern. Also, das wäre jetzt echt ziemlich unwahrscheinlich. Ich frage mich trotzdem, warum dieser Mittelteil mit Lila verbunden ist und trotzdem. Oh, ne, genau das meine ich, Freunde, das meine ich. Scheiße. Also, Freunde, jetzt jedes Chance-Time könnte mir gerade direkt das Genicke brechen. Zusammen mit den Beinen und den Rippen und was man noch alles an Knochenstellen hat, die man sich eben mal schnell mit der geistigen Axt zertrümmern kann. Ja, weil das ist nämlich gerade so ein bisschen jetzt Mario bestimmt, oder? Nein. Oh, Yoshi. Gut, jetzt bin ich frei hinaus, Freunde. Oh, Yoshi holt sich einen Stern von Luigi, Freunde. Das ist jetzt krass. Also, damit ich jetzt nicht rechnen. Dadurch holt er sich einen dritten Stern, lässt Luigi eins zurückgehen. Und kommt langsam mir aber sicher näher. Und das macht mich nicht gerade fröhlich irgendwie, Freunde. Das merkt ihr wahrscheinlich. Aber egal, den letzten Part will ich jetzt nicht depressiv sein. Ich schaff das. Mario hat eh nichts mehr zu sagen hier. Der ist schon out of mana und so. Oh, aber er darf nochmal würfeln. Oder die letzte Runde aussetzen. Oh, das ist hart, Freunde. Er muss die letzte Runde aussetzen. Wie fies. Gut, damit hat er nichts mehr zu sagen. Das ist schon mal sicher jetzt so. Und das vorletzte Minispiel. Ich glaube, ich sollte das nicht so oft erwähnen. Das ist ja ein bisschen deprimating und so. Also das ist ja übel. Mit Part 45 geht's dann hier auch ins Ende ein. Ach man, das war so ein cooles Let's Play. Mario Party ist eine geile Reihe, finde ich. Also ich überlege, wie oft wir Mario Party noch in späteren Jahren noch zusammengespielt haben und haben auch immer wieder Mario Party 2 ausgekramt. Das war uns voll egal, dass das Spiel weiß ich wie alt ist. Wir wollten einfach nur Mario Party 2 zocken. Das war uns voll egal. Auch Mario Party 1 und Mario Party 4 haben wir immer wieder ausgebuddelt, obwohl ich da Mario Party 8 schon hatte. Und irgendwie, Freunde, komme ich gerade nicht so richtig vorwärts hier. Oh, ich dachte schon, ich gewinne nicht. Schwitz. It's me, Mario, wuhu! Damit habe ich das vorletzte Minispiel gewonnen und krieg nochmal ein bisschen Kleingeld. So, ne? Schön. Also damit wirklich bin ich relativ sicher, Yoshi müsste jetzt 2 Sterne aufholen noch in der kurzen Zeit. Oder er müsste
Nee, nicht mal das würde helfen. Nee. Ich durfte keinen Stern kriegen und er musste 2 Sterne bekommen, weil die Münzen Oberhand habe ich eindeutig. Das heißt, er kann auch hier nichts mehr erreichen. Also das ist so ziemlich gegessen, würde ich sagen. Naja, aber letzte Runde ist Ehrenrunde, Freunde. Also ich überschreite hier nichts. Also nicht, dass ich sage, ich gewinne locker, ich mach das Split, Alter. Und dann verkacke ich hier ganz großartig. Das wäre ein bisschen arg peinlich. Und deswegen gucke ich mal, was kann ich jetzt mit der 6 überhaupt noch erreichen? Blau, blau. Mal gucken, wo geht's nach links? Blau. 4, 5, 6. Ich kann eine Chance-Time machen oder nochmal Fragezeichen, Freunde. Und genau das werde ich mal tun. Weil zum Stern komme ich eh nicht mehr. Also werde ich mal gucken, ob ich mir den Ereignisstern aneignen kann. Den Ereignisstern aneignen. Hat sich etwas gereimt, wie witzig. Ja, voll blöd. So, Freunde, und damit ist es eigentlich wirklich so gut wie gegessen. Ich meine, denk mal, jetzt habe ich schon den Ereignisstern wenigstens mit jemandem geteilt. Und ja, Freunde, das ist gegessen. Wenn jetzt noch niemand Chance-Time macht und sich noch mit Wario und Sterntausch macht, dann ist das gelaufen. Also, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass jetzt noch irgendwas Großläufiges passiert. Das wäre echt ein 9. Wunder. Ah ne, halt, das 9. Wunder ist ja mit mal mit Gronkh ein Gespräch anfangen können. Das habe ich ja schon festgestellt, ja. Ich habe ihm, also um so einen kleinen Insider von mir zu erzählen, ich habe ihm 30.12. eine PN geschrieben und habe immer noch keine Antwort. Ich glaube, er braucht mal Jahrhunderte, bis man mal eine Antwort bekommt. Das kann man aber durchaus nachvollziehen. Ich bin mit meinen PNs manchmal schon immer erfordert, aber ja, ich finde das lustig. Es ist was zu tun. Yoshi darf sich ein wenig Geisterarten üben und wird wahrscheinlich verkacken, wenn ich das mal so annehme, weil er ist ja nicht Luigi, ne? Also, nix Luigi. Spring drauf, das habe ich auch noch nicht gemacht. Oh, das war aber nicht. Oh, genau, gegenüber. Gaum, gaum. Yoshi wurde weggesnackt von ein paar Geistern, das ist aber übel. Das ist aber nicht so schön. Ihr habt meinen armen Yoshi-Kollegen irgendwie aufgefressen. Oh, er verliert die letzten Münzen, die er hat. Sein letztes Hab und Gut ist damit weg. Freunde, also ich glaube, Wario ist der letzte. Ach nee, der muss ja aussetzen. Du. Gut, Freunde, also das ist gelaufen. Und ich habe jetzt auch nicht alle Spiele eingestellt, weil ich brauche das ja nicht mehr. Ich habe ja alle Sterne. Pilz durcheinander, ein würdiges letztes Mini-Mann. Ich muss aufhören, das zu erwähnen. Das ist ja voll deprimierend hier. Ich sollte mich gefälligst auf nächstes Wochenende freuen, weil da will ich vielleicht drei neue Let's Plays anfangen, wenn ich Wario Land noch zu Ende bekomme. Ja, also, mal so, dass hier jetzt als Dennis Mario Party dient immer als Info-Video, ist mir gerade mal so aufgefallen, aber ich finde das gar nicht schlimm, weil das ist mal so sein eigenes Let's Play mit Info-Status. Na, kann ich den ersten schon. Nee, kann ich nicht. Das dauert viel zu lange, ich will nicht auf Pink gewinnen, denn werde ich hier mal ein bisschen. Ich sag's jetzt nicht, schwul, das wäre jetzt ein bisschen feindlich gegen das private Recht einiger Leute und nee, das muss nicht sein. Ich will den Fetten runterschubsen, Mann, ne, du Specki, das Spott und so, ne. Oh, gelb, blau, meins. Oh, da kommen schon die ersten Leute, die ich rausschmeiße, wa? Ne, doch nicht. Boah, wie er mich einfach mal plattgewalzt hat. Wow. Chill down. Ja, Yoshi. Tut mir leid, du warst jetzt der Erste. Die haben es geschafft hier, die Deppen. Da-da-da-da-dam-dam. Huap! Blau! Huappen! Bounce! Oh Mann, verdammte Scheiße! Freunde, diesmal wird's mal ein bisschen ernster. Die halten länger durch als sonst, habe ich das Gefühl. Bounce! Hi. Schwarz! Ja, toll. Das bringt jetzt voll. Also, das ist jetzt ja hier so, grün! Und damit hat es den ersten schon ausgenockt, Freunde. Denn ihr merkt, die Platten werden deutlich schneller. Bisher haben wir das eigentlich nie gesehen. Weil grundsätzlich irgendjemand meinte, zu früh abzustürzen. Und das war's für Luigi. Ich habe ihn ausgenockt. Ich habe wieder auf Pink gewonnen, Freunde. Irgendwie ärgert mich der PC absichtlich damit, dass ich immer da gewinne. Naja, Freunde, also das ja, das ist gelaufen. Also, da ist nichts mehr zu gewinnen für die anderen. Also, die letzte Map gewinne ich. Vermutlich. Ich lasse es aber auch jetzt offen bis zur letzten Minute, Freunde. Aber nee, da ist wirklich jetzt. Also, jetzt den Minispielstern kriege ich, denke ich mal, auch. Münzstern dürfte auch drin sein. Und der Eigenstern, den teile ich mir mindestens, wenn er nicht auch mir gehört. Dann habe ich 7 Sterne und ach, das sind mal. Huhu, hier hätte man mal Sterne sammeln sollen, Freunde. 50 Runden lang, Alter. Jetzt sehr locker mal 30 Sterne sammelt. Das hätte mir einiges erspart an meiner Offscreen-Sammelzeit und ja. 6 Sterne, Freunde. Komme ich noch auf die magische Zahl 7? Like 7 Dragon Balls? Natürlich. Mal gucken, ob das letzte Ereignisfeld dafür geholfen hat. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Also das gucke ich mir jetzt auch noch an.
die genaueren Ergebnisse. Die Hard-PCs hatten nicht die geringste Chance gegen die überwältigende Macht des Mario-Fluchs, denn Mario ist halt immer der Monster-Star hier, ne? So, swing! Ach, Freunde, schön. Alle Maps sind dadurch durch und eine habe ich, glaube ich, nicht gewonnen. Ich glaube, das war Weiß Battle Canyon. Der ist aber auch Kackenassi, also. Mochte die Map noch nie irgendwie. Hat doch so eine coole Mucke halt. Ne, ihr wisst ja, ihr das Let's Play vermutlich ja gesehen. So, was passiert dies denn nochmal mit Bowser? Jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Hol ab, ihr Spastis. Jetzt, Freunde. Das sieht gerade ein bisschen unlogisch aus, aber okay, da, nothing to say, oder? Also, der große ewige Stern, Freunde, ist wieder zusammen collected, ne? Also, er ist wieder da und wacht jetzt über uns. Der große Stern. Und wie war der vorher größer in seine Bruchstücke geteilt? Oh, diesmal wird der letzte nicht gemobbt. In dem Fall wäre das, glaube ich, Wario, oder? Weil der hat ja gar keinen Stern. You are the Superstar! Woohoo! Yeah, Freunde. Ich meine, hätten sie zusammengelegt, hätten sie geschafft. So ein Mist. Genau. Oh nein, das habe ich weitergedrückt, Freunde. Scheiße. Verdammt, das war jetzt so nicht beabsichtigt. Und es ist mir auch egal, was jetzt passiert. Ein Casino Womble oder so. Weil die Hälfte ist egal. Ich verliere 41 Münzen. Ist mir doch egal. Ist da die paar Peanuts da. Was passiert jetzt eigentlich mit den Sternen? Kommen die gar nicht mehr dazu? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Oh, Freunde, ich entschuldige mich schon wieder für das Geflacker hier, war das gerade. Das ist aber leider unumgänglich. Warum auch immer. Ja, da kommt einfach nicht mehr hinzu, genau. So, Freunde, 40 Münzen habe ich nochmal gesammelt. Mit Münzen kann man jetzt eh nichts mehr anstellen, Freunde. Ach ja. Und ich würde sagen, damit war es das auch. Oh. Ach, jetzt kommt der Abspann. Das ist aber interesting. Wow. Wie episch. Die Szene ist mir gerade verschütt gegangen, irgendwie. Oh, der Stern wird größer, Freunde. Das sieht aus wie die Szene aus Super Mario 64, der 120. Stern. Also, eigentlich der feine 121. Stern von dem großen Bowser. Swing! Wow, wie episch. Wow, epileptischer Anfall, Freunde. Wollt ihr mitzählen? Schwing! Wie episch ist das denn? Die Szene fehlt mir gerade völlig, Freunde. Mario Party Stuff, Freunde. Oh, was für eine schöne Musik. Also, Freunde, ich würde sagen, oh Mann, ist das wieder voll. Ist das voll ätzend hier. Der Game Director ist, na gut, Kenji Kikuchi. Hey, it's me! Woohoo! Genau. Also, Freunde, ich würde sagen, das war's dann auch für meinen Mario Party 1 Let's Play. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Mir hat es jede Menge Spaß gemacht und ich denke mal, ich werde nochmal mehr Mario Party Spiele rauskloppen. Irgendwann wird auch Mario Party 3 kommen. Das wird natürlich direkt dann erstmal blind rausgeprügelt. Mario Party 4 habe ich noch zu liegen. Irgendwann habe ich auch die Chance, den ganzen GameCube und PS2 und Wii Schnodder zu Let's Playen. Dann geht's hier erst richtig ab auf meinem Channel, glaube ich, weil dann kommen so eine richtigen Videospielperlen. Da freue ich mich so tierisch drauf. Ach, das wird noch so episch, Freunde. Also, mach meine Let's Play-Zeit. Also, das wird noch dauern, Freunde. Ja, mich wäre da nicht los, aber ich glaube, das ist ganz gut so. Yoshi, woohoo! Wiggle, wiggle! Genau. Um es mal mit Yoshi Story-Worten auszudrücken. Ach, Mann, das ist so schön. Also, ich denke mal, ihr wartet dann auch schon nächstes Wochenende. Da wird euch dann Mario Party 2 ins Genick hüpfen. Und bis dahin, die Woche jetzt, der Montag bis zum Freitag, da werde ich nochmal ein paar schöne Parts rauskloppen von seltenen Let's Plays. Vielleicht werde ich auch mal die Zeit, Super Mario World nochmal, aber nee, das wäre scheiße, dann habe ich wieder auf mein aktuelles Let's Play und... Nee, ich will ja ein paar neue starten, damit es, Freunde, damit es wieder mal richtig losgeht, hier mal wieder ein bisschen abwechslungsreicher. Naja, da haben sie alle mitgemacht, die Programmer, ist echt toll, dass dann in so einem... Also, wenn man überlegt, dass dann in so einem Spiel so viele Leute teilgenommen hat, aber ist es ja im Endeffekt eigentlich nur ein elektronisches, digitales Brettspiel, ja, aber... Ist extrem cool mit seinen Minispiele und den sich drehenden Würfel, die 6 Seiten haben, aber trotzdem bis zur 10 gehen, Freunde, ist natürlich alles dabei. Oh, Toad! Yeah! Ja, du Pilzkanal, ja. Den nehme ich jetzt mittlerweile immer öfters bei Mario Kart, wie, warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Die Planning Designers, ja, irgendjemand muss die Maps gemacht haben, alles so ein Kram. Koopa! Und ihre aller ganzen eigenen Geräusche. Eigentlich würde ich ja gerne mal in den Shop gucken, Freunde, weil ich glaube, da wird es jetzt eigentlich nicht mehr geben, Freunde.
Mann, ich wünschte, ich könnte das gerade so beschleunigen, aber ich glaube, das geht gerade nicht. Ich kann ja mal gucken. Nee, das geht nicht. Ich habe gerade Sync-Video zu Audio drin, da funktioniert das immer nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich danke allen, die zugeschaut haben, fürs Zugucken. Warte mal, also rein theoretisch kann ich nicht denen danken, die den 7. Part gesehen haben als Beispiel und nie diesen Endpart gesehen haben, weil ich immer nur am Ende mich bedanke. Das ist aber schlecht, oder Freunde? Muss ich mir? Wollte mich jeden Tag bedanken. So, mein Kopf. Aber ich danke auf jeden Fall allen fürs Zuschauen. Ach, das war so cool. Und ich denke mal, euch hat es auch gefallen, weil My Party schien doch relativ begehrt zu sein, so. Also für meine Verhältnisse jedenfalls. Finde ich cool. Original Character Shigeru Miyamoto. Was? Hiroji Kiyotaka? Kenne ich gar nicht. Wer ist das denn? Also Shigeru Miyamoto kennt man ja als Nintendo-Fan. War der Good Father of Mario, würde ich sagen. Original 3D-Modell. Na, 3D kannst du das da wohl kaum nennen, Freunde. Bowser, Mann. Warum freust du dich? Du bist verreckt. Mitsamt deinem BA, da freue ich mich auch so auf das Baby Bowser und Bowser gespannt in Super Mario Sunshine, Freunde. Ey, da wird noch. Oh, der Minispielverkäufer. Pilzkopf. Ach, Freunde, also. Music Composers, nein, wie die üblich die. Jetzt kommt schon wieder Koji Kondo, pass auf, Freunde. Ja, ich bin einer der Bankmenschen. Kling, kling. Das hätte man Geräusche einbauen müssen, irgendwie. Music Programmer? Hier, nee, irgendwie fehlt mir gerade Koji Kondo, schade. Aber egal, Freunde, also. Mann, ich will doch noch an den Itemshop reingehen. Mann, oh. Mach doch mal Henny hier jetzt aber, hopp. Da, da. Soundeffekt Designers. Osamu Narita, Hiroyuki Tsubuguchi. Da haben die alle für einen Namen, ey. Ah, das ist der Shop-Spacken gewesen, Freunde. Wie episch. Ach, aber schöne Musik nochmal zum Abspannen, extrem cool. Sound. Ey, Mann, wie lange dauert das denn? Kann man das nicht. Ah, Freunde, jetzt einmal mal Start drücken und man überspringt's. Der neue Abspann-Screen, Freunde, den kriegt man, glaube ich, nachdem man alle Maps durch hat. Ich bin mir ja nicht sicher, aber ich glaube, den haben wir vorher nicht gehabt, so. Aber ich bin mir doch not so safety, ne? Also, Freunde, jetzt will ich doch nochmal ganz kurz in den Shop gehen. Dann habe ich mich jetzt schon verabschiedet, mehr oder weniger, und dabei ist es noch. Ah, ich wusste doch, da ist irgendwas Neues hinzugekommen. Ich sehe es doch gerade schon. Kein Koopa! Koopa scheint nicht auf dem Spielfeld. Auf einigen Feldern funktioniert es jedoch nicht. Aha. Boomer scheint nicht auf dem Spielfeld. Auf einigen Feldern funktioniert es jedoch nicht. Der Abspann! Hier steht Abspann. Das sieht aus, als könntest du es an der Bank benutzen. Cool. Na klar, kaufe ich. Freunde, ich kaufe nochmal alles, was da ist. Swing, kein Koopa! Wie, sind die denn immer aktiviert? Ja. Kein Buhu. Wo kann man die denn einstellen, Freunde? Das würde mich echt mal interessieren. Werde ich gleich mal noch gucken. Also ich will ja dann noch wirklich, okay, von mir aus 100 Münzen abspannen. Ist mir jetzt nicht egal. Also, da ich mich jetzt nicht mehr angucken muss. Das wäre ein bisschen doof. Da, leider ist nichts mehr vorrätig, Mann. Tut mir aber leid. Das ist ja blöd. Ich dachte, man kann auch Bowser einstellen. Das wäre natürlich, abstellen. Das wäre natürlich das Optimale. Freunde, ja, jetzt gucke ich aber nochmal. Wo kann man das denn jetzt alles abstellen? Hier in dem komischen Baumhaus oder was das sein soll? Ne, Optionen, dann haben wir hier Musik, Papagei, alle Spielstände löschen, Musicbox, die ist auch ganz cool. Wo geht denn das? Ist das jetzt etwa immer eingestellt? Das ist ja blöd. Das will ich gar nicht. Du. Da. Ne, guck mal, man muss den Typi drehen und so. Und Minispiele kaufen, das mache ich nicht mehr. Ja, Freunde, damit ist mein Party 1 zu Ende. Kann man das an der Bank einstellen? Jetzt bin ich echt neugierig. Wo kann man denn jetzt einstellen, ob. Ey, hoffentlich kommt jetzt nicht immer kein Goomba und kein Buhu, dann wäre ich sauer. Ja, in der Box ist doch kein Platz mehr. Da ist doch nicht drin. Ach, da ist es, Freunde. Koopa scheint auf den Spielfeld. Möchtest du ihn haben? Nee, das will ich nicht. Ach, hier kann man sich den Abspann angucken. Das ist alles using, das ist richtig so. Gut, Freunde, also dann kann man das hier erstellen. Gut, dann weiß ich Bescheid. Also, Freunde, das war's für Mario Party 1. Jetzt nochmal sofort zur Verabschiedung. Ich danke euch nochmal allen herzlich fürs Zuschauen. Und dann, wie immer, meinen schönen Abspann. Ja, ist das nur awesome oder nicht? Ja, und ihr könnt mir einen Comment schreiben natürlich. Wie immer, hat euch das Let's Play gefallen und so? Und ja, oder... Definitiv, also, ja, wie hat euch das Let's Play gefallen und wie habe ich mich eingestellt, was könnte man verbessern, alles sowas, man, das würde ich gerne mal hören. Schneid ausnahmsweise mal draußen. Gut, Freunde, ja, voll die Themenablenkung. Also gut, Freunde, ich habe keine Lust zu beenden. Aber, naja, ein Let's Play muss immer für ein nächstes, verdammt, jetzt legt es hier auch noch los.
Freunde, was denn hier los? Wartet mal ganz kurz, ich bin gleich ja da, um mich richtig zu verabschieden, das geht ja gar nicht. So, Freunde, jetzt geht's wieder richtig. Huch, die Maus muss mal weg. Also, Freunde, das war's nun wirklich für Mario Party 1. Mein Let's Play hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich will jetzt nicht heulen. Also, Freunde, wir sehen uns dann wieder im nächsten Let's Play. Bis dann, wie immer, macht's gut, haut da rein und ciao.